Und jetzt leider irgendwie ganz schnell, wie man eigentlich 90, 95% aller Kriege auf der Welt beseitigen kann. Und zwar, wenn zwei sich streiten oder wenn Krieg ins Haus steht zwischen zwei Nationen, dann ist es ja so, dass diejenigen, die wo den Krieg anfangen, denen fehlt es an irgendetwas. Die fühlen sich zu Hause so unwohl, dass die von dem anderen, mit dem sie Krieg machen wollen, von dem wollen sie irgendetwas haben. Und was wird heutzutage gemacht? Wenn man dann angegriffen wird, dann schießt man zurück. Aber die Psychologie, die dahinter steckt, ist ja, derjenige, wo angreift, der fühlt sich ja zu Hause so unwohl. Und dann wäre es viel besser, wenn man diese Rüstungsausgaben, die man macht, um zurückzuschießen, wenn man die hernimmt und diese Rüstungsausgaben in Geschenke umwandelt für diejenigen, die angreifen wollen, so dass die sich zu Hause wieder wohlfühlen können. Das wäre eigentlich viel vernünftiger. Dann hätten die nämlich keinen Grund, sich vom Nachbarn etwas mit Gewalt zu holen, wenn man es ihnen freiwillig gibt. Die Kosten hat man ja, wenn man angegriffen wird, sowieso. Entweder weil man zurückschießt oder weil man eben die Geschenke macht, sodass die sich zu Hause wieder wohlfühlen. Deswegen, wenn das irgendjemand schafft, auch die Psychologie dahinter zu erkennen, ich wäre sehr dankbar, wenn die Idee auf der Welt verbreitet wird, sodass endlich der Großteil der Rüstungsausgaben in Geschenke umgewandelt wird, sodass sich die Leute, die den Krieg wollen, zu Hause wieder wohlfühlen. Bitte, bitte, bitte. Herr, ich danke dir für alles. Vielen Dank.